Der letzte Cup in Mario Kart 8 Deluxe steht an und das Ganze fahren wir mit dem Besten, nämlich Funky Kong. Aber vorerst möchte ich euch gerne die neuen Mii-Kostüme zeigen und dafür braucht man überhaupt gar keine Amiibos, wie ich in der letzten Folge aber noch gesagt habe oder dachte auch. Nee, die sind sofort schon drin, ich kann euch die mal zeigen, mache dafür einmal kurz die Cam weg, damit ihr das besser sehen könnt. Ab hier fängt's an, das Block-Outfit, dann Toadette, Burg, Knochenbowser, Kettenhund, Delfin und hier sogar einen, den ich sehr geil finde, Cheep Cheep. Davon habe ich auch, ich habe einen Cheep Cheep Emote. Folgt mir gerne auf Twitch, wenn ihr möchtet. Link in der Beschreibung, da kann man den Emote nämlich nutzen. Poke Outfit, Blooper, Parapünktchen, Clownkutsche, Ice Cream, Birdo, Wiggler und Mutant-Tiere. Da gibt es noch mehr. Oh, es gibt da noch mehr. Goomba, Kumu Outfit. Haben sie das wirklich aus der Kumu-Weide da genommen? Okay. Aber da wir ja mit Funky Kong hier fahren werden, nehme ich natürlich kein Mii. Und ich gucke mal, ob ich es irgendwie hinkriege, das Bowser-Bike, was man in Mario Kart Wii immer mit ihm genutzt hat, ob man das hier so teilweise nachbauen kann. Ich habe ein bisschen rumprobiert und da hätten wir einmal das Rennbike oder aber das Flammenbike. Das sieht halt optisch ganz gut aus und ich muss sagen, das Bowser-Bike sieht aber auch immer noch geil aus. Schade, dass sie das nicht hier eingebaut haben. Ich werde euch das mal einblenden lassen. Aber ich glaube, wegen der Haltung und so, ich werde einfach das Rennbike nehmen. Es ist zwar natürlich jetzt nicht ganz wie das Bowser-Bike, aber es gibt leider das Bowser-Bike halt nicht im Spiel. Schade. Der Stachy-Cup, wie ich schon am Anfang sagte, der letzte Cup in diesem Game. Und ich darf auch diesmal gar nicht so viel reden. Bei Pauline habe ich auch oftmals über ihre Töne übergelabert, was ein bisschen schade war. Gerade bei, wenn sie gesungen hat. Man konnte es noch hören, so ist nicht. Oh Gott, das ist ein Indrifter. Erstmal klarkommen, ich bin keiner, der Indrifter fährt. Ah, die Sounds wieder von Funky Kong, ne? Ehrlich. Oh, ein schlafender Wiggler. Übrigens auch eine Strecke, die ich nicht kenne. Und die eine Strecke da, wie heißt die? Piranha-Bucht, die wir im letzten Cup hatten als letztes. Die ist schon recht neu. Ich glaube, auch bei Mario Kart 8 steht gar nichts dran, wo die herkommt. Aber im Internet sagte trotzdem Mario Kart Tour. Trotzdem scheint die recht neu zu sein. Das sieht ja geil aus mit den ganzen Bildern hier. Ja, auch hier wieder eine Tourstrecke. Also wirklich eine Tourstrecke durch eine Stadt. Mit sehr vielen Sachen, wo ich wieder wenig sagen kann. Ich bin keiner, der wirklich viel rumkommt, so in den ganzen Städten, dass ich mich irgendwie großartig auskenne. Ich lerne das wahrscheinlich alles durch Mario Kart kennen. Die Musik ist cool. Ich mag das. Ja, gefällt mir. Für sowas müsste ich eigentlich mal die Kopfhörer aufhaben. Ich lasse es mal über Boxen laufen. Kann man da rechts abkürzen? Wie riesig sind denn bitte die ganzen Toads und so? Gut, ich war gerade kleiner, ja. Aber trotzdem. So, mal auf die Sounds ein bisschen von Funky Kong hören. Ob der Oh Junge noch sagt. Beim Tricks vielleicht. Ja! Okay, das meine ich jetzt nicht. Aber es sind immer noch dieselben Sounds. Ich weiß gar nicht, wann er immer dieses Oh Junge sagt. Das ist einfach der coolste mit seinem Surfbrett immer. Und, ja, oder das andere, was ich immer sage, dieses Alright. Kommt das gar nicht oder kam das vielleicht schon? Man hört es auch durch die Musik gar nicht so gut. Man kann da leider die Musik auch nicht leiser stellen. Aber mal ein bisschen auch zur Strecke. Die Musik habe ich schon von Anfang an gesagt, finde ich irgendwie cool. Auch die Strecke gefällt mir. Aber irgendwie gefallen mir eigentlich alle Tourstrecken. Ich glaube, es gab keine einzige, wo ich sage, die gefällt mir nicht. Ich finde sie einfach immer sehr abwechslungsreich. Und vielleicht lernt man sogar noch was. Und das Spiel, das hat man in einem Trailer noch gesehen. Kann man die weghauen? Ach was, das macht Schaden? Hey, cool. Aber wenigstens war ich unverwundbar, was die Blue Shell betrifft. Nö, aber ich kann einfach bei den Startstrecken immer nur sagen, die gefallen mir alle. Da gibt es irgendwie nichts Schlechtes für mich. Aber hier in diesem Cup gibt es eine Strecke, auf die ich sehr lange gewartet habe. Und die werdet ihr dann auch noch sehen. Ja, wie gesagt, gefiel mir. Doch, ich kann mit den Stadtstrecken. Ich mag die einfach. Die gefallen mir. Rosalinas Eisplanet vom 3DS. Vielleicht hätte ich das immer so anzeigen lassen sollen. Dann würde ich auch mal ein bisschen wissen, aus welchem Teil die sind. Weil, naja, es gibt ein paar Teile, die sind extrem lange her, dass ich die gespielt habe und weiß es nicht genau. Mein Topo-Start verkackt. Gar nicht so schlimm. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die viele mochten. Ich glaube, der 3DS hatte sowieso einige gute Strecken. Wieder ein bisschen auf die Mucke einmal hören. Ist so ein bisschen, als würde ich hier so ein, wie nennt man das nochmal? Bob? Bob-Abfahrt? Und einen Bob runterfahren irgendwo? Ist ja auch eine Sportart.
So ungefähr kam das rüber. Ich meine, passt ja, aber wobei, warum ist Rosalina so eisig? Oh, da war's! Da war's! Da war's endlich das. Alright! Endlich haben wir es gehört. Aber dieses, oh, Junge! Das fehlt immer noch. Oder es kam schon, ich habe wieder drüber gelabert. Wir müssen die anderen Wege auf jeden Fall auch noch fahren. Ich kenne die Strecke nicht gut. Gleich müsste ich die 3DS-Version. Habe ich die endlich jemals gespielt? Oder ist es einfach nur zu lange her? Kann sein, dass ich das auch gar nicht gespielt habe. Ich glaube sogar ja. Kann man da runterfallen oder ist es. Okay, das ist kein zweiter Weg. Aber wie ich da oben immer gegenknalle. Mal gucken. Da geht's ins Wasser runter, oder? Ja, machen wir mal runter. Genau. Oh, das ist schön. Das ist irgendwie sehr schön gemacht. Ich weiß zwar jetzt immer noch nicht genau, warum Rosalina und Eis in einem. Das hat wahrscheinlich gar keine Bedeutung, einfach nur so, weil wenn ich jetzt Rosalina überlege. Das hat die großartig mit Eis zu tun. Aber ich denke mal nicht, dass es irgendwie eine großartige Verbindung geben sollte. Und wenn ja, entweder fällt es mir noch ein oder. Ach so, das ist. Ach, da braucht man einen Pilz für, hab ich nicht gesehen. Ansonsten kann man es mir ja auch gerne reinschreiben. Weil bei Mario Galaxy war jetzt zwar eine Eiswelt, gibt es da natürlich, aber es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie ein Eiselement hat. Auch nicht bei Smash oder sowas. Ich denke mal, das hat gar keine Bedeutung. Ich meine, es gibt ja auch Daisy Stumpfer und hat sie irgendwo in ihrem Spiel mal irgendwie ein Boot gehabt? Ist sie irgendwo rumgefahren auf dem Boot? Nein, eigentlich nicht. Jetzt nicht mehr geschafft, ne? Aber sieht schön aus. Sieht wirklich schön aus, die Strecke. Ich glaube auch, viele freuen sich darüber. Ich sehe, dass sowas kriegt man ja mal schon vorher ein bisschen mit, wenn Nintendo die Sachen postet. Ich werde nochmal rechts lang fahren. Guck mal, da rechts, ah, sind sogar Yoshis. Oh, was war denn noch da? Was, ein Shy Guy? Hab ich mich verguckt. Glaub nicht. Oh, der Pilz, der lag gerade perfekt, der Pilz. Den hätte man nutzen können. Oh, guck mal, hinter mir ist sogar Donkey Kong. Passend. Leider kein Diddy Kong. Ich wollte gerade sagen, vielleicht werden diese Chars gar nicht gefahren von NPCs. Stimmt aber nicht. Peachette ist nämlich schon wieder dabei. Genau wie beim letzten Mal. Und Rosalina ist auch dabei. Hat auf ihrer Strecke aber leider nicht gewonnen. Ah, da ist sie ja. Bowsers Festung 3. Ich wollte die ganze Zeit irgendeine Bowsers Festung in dieser Welle drin haben. Ich glaube, das habe ich auch irgendwann mal in den Mario Kart Videos, die ich hier noch auf dem Kanal habe, erwähnt. Bin mir nicht sicher. Ich weiß aber, dass ich es erwähnt habe, aber ich weiß nicht, ob es genau in diesen Videos war. Und die ganze Zeit wollte ich eine Bowsers Festung haben. Es war egal, welche. Hauptsache irgendeiner. Und es ist auch noch einer aus dem Super Nintendo. Ich glaube, es gab nämlich auch einen Super Circuit. Was ist das für eine geile Mucke? Ja gut, Bowser ist ja mittlerweile sowieso sehr im rockigen Stil. Also schon immer ein bisschen gewesen. Aber ja, jetzt noch wesentlich krasser. Auch gerade mit Mario Wonder. Geht halt schon in der Metal Band. Gefällt mir wieder. Das ist gut. Das ist gut. Moment, ich glaube, ich muss mal kurz Start drücken. Einmal ein bisschen lauter machen. Ah, jetzt höre ich es mal ein bisschen besser. Ich sage ja, Kopfhörer wären besser gewesen. Kopfhörer kommen dann bei Mario Kart 9 oder bis hier sie 10. Ah, geil. Genau, was ich wollte. Auch komplett geremaked. Also richtig. Das ist jetzt nicht wirklich dieses 1:1 so wie Dingens. Nein. Also ja, klar, der Streckenablauf im großen und ganzen Jahr. Aber es gibt halt so viele neue Sachen hier. Ich achte halt nur auf die Mucke, weil die geil ist. Aber schon nice. Ach, man kann auch noch hier hoch. Aber so gut lenkt sich das Ding hier, glaube ich, gar nicht. Für mich zumindest nicht. Ich bin, wie gesagt, kein Inrifter-Fahrer. Und mit kleinen Reifen ist es auch ein bisschen angenehmer, meiner Meinung nach. Aber schön. Schön, dass es endlich eine Bowsers Festung gibt. Aus dem Super Nintendo. So geremaked, auch so richtig geremaked, wie man merkt. Richtig viel verändert. Ich habe keine Ahnung, ob die vorher schon wieder im Tour drin waren, weil viele Strecken sind ja mal vorher noch schon in Tour. Ich weiß es nicht. Und wegen dem Ruf von ihm, diesen, oh Junge. Kann natürlich sein, dass das irgendwie kommt, wenn man einen überholt oder einen abschießt. Deshalb höre ich den die ganze Zeit nicht. Sehr gut möglich. Ich habe jetzt auch nicht nach Abkürzung oder so großartig geguckt. Ich lasse einfach mal alles auf mich herabrieseln, kann man sagen. Ah, versaut. Versaut. Da oben sind aber auf jeden Fall Items. Oh, krass, dass man oben so lang fahren kann. Das ist voll nice. Das ist wirklich geil. Also, das ist schon eine ganz andere Art und Weise im Remake, als ich dachte. Hat man natürlich im Trailer zwar kurz mal gesehen und da sah sie ja schon sehr anders aus, aber ja.
Ich bin zufrieden. Ich habe Bowser's Festung bekommen, das, was ich wollte. Und sie ist halt komplett neu. Also nicht wiederzuerkennen, kann man sagen. Aber eben auch deshalb geil. Oh nein, jetzt habe ich es weggedrückt. Egal. Die Rainbow Road von Mario Kart Wii. Wenn ich das richtig gerade im Kopf habe. Ich habe mich hier selber gesagt, ich habe es weggedrückt und habe es selber nicht gesehen. Aber ja, gut, ist jetzt keine Rainbow Road, die ich brauche. Auch da gibt es natürlich die ein oder anderen Fans. Ich hätte lieber die Rainbow Road vom GBA gehabt. Ich meine, es sieht natürlich schön aus, keine Frage. Auch der Boden und so. Kann man hier noch so ein bisschen drüber jumpen? Klappt das da? Das war zu weit. Oh, wie ein Komet falle ich runter. Aber man kann da hinten abkürzen. Das wurde sogar im Trailer gezeigt. Das hat mich voll gewundert. Wo war das? Hier. Hier ist links einer hat das abgekürzt. Ich muss das gleich mal ein bisschen besser versuchen. Dann kürze ich da auch mal ab, wenn es klappt. Oder nur genug Speed. Und nicht so einen Mist machen. Wie ich abgeschossen werde und sonstiges und trotzdem weit vorne bleibe. Schön aussehen, wie gesagt, tut's. Sieht auf jeden Fall nice aus. Ist jetzt auch keine schlechte Strecke. Aber die Rainbow Road vom Game Boy, also Mario Kart Super Circuit, die hatte halt das Geile, dass der ganze Rand so ein Bumper war. Du konntest damit voll geil abkürzen und war auch ein bisschen risky, aber das hat's halt ausgemacht. High Risk, High Reward, könnte man sagen. Hätte ich mir gewünscht, habe ich mir gewünscht. Ist jetzt nicht drin, ist ja nicht schlimm. Vielleicht kommt sie ja im nächsten. So, und apropos nächste. Das Thema wollte ich nämlich extra in den letzten Rennen auch mal anschneiden. Mario Kart 8 Deluxe ist jetzt durch. Auch alle DLCs sind jetzt durch. Der letzte. Außer vielleicht gibt es ja noch Mini-Updates im Sinne Balance oder so. Weiß ich nicht. Bezweifle ich irgendwie, aber wer weiß. Natürlich kommt jetzt ein Blue Shell. Na toll, jetzt kann ich es wieder nicht mehr ausprobieren. Jetzt die Frage, was kommt denn jetzt? Werden sie dieses Spiel nochmal, weil sie haben dem Spiel jetzt so viel Contents gegeben, so viele Strecken und so viel anderen Kram noch hinzugefügt. Wollen sie dieses Spiel vielleicht wirklich nochmal für die nächste Konsole raushauen? Ich frage mich halt, wenn man schon so viel Content hinterher setzt und nächstes Jahr kommt wahrscheinlich die nächste Konsole, 2024. Also ich kann mir beim besten Willen eigentlich nicht vorstellen, dass sie das nochmal bringen. Also das Spiel nochmal raushauen. Gibt es ja zwar auf der Wii U, dann gibt es jetzt auf der Switch und dann noch für die nächste Konsole. Es wäre vielleicht schon schlau, weil die ganzen Strecken und so alles drin sind und man das ganze Spiel nochmal neu raushaut, dann irgendwie noch verbessert in manchen Dingen noch mehr Content, aber boah, ich weiß nicht. Ich denke mal, die meisten Fans finden es blöd, wenn sie nochmal Mario Kart 8 kriegen. Weil es ist halt, das Spielgefühl ist halt immer dasselbe und ich glaube, man will halt irgendwie ein neues Spielgefühl haben. So, kann man jetzt da so abkürzen? Oh ja, sogar ohne Pilz. Ich habe es noch nicht so gut gemacht, aber es ist möglich. Wenn man das ein bisschen übt, wie man das am besten angehen sollte, dann kann man da schön abkürzen. Ja, keine Ahnung, was jetzt Nintendo mit dem nächsten Mario Kart vorhat oder ob sie dieses Mario Kart wirklich nochmal weiterverwenden. Oder vielleicht verwenden sie das, was sie jetzt haben, wirklich weiter, aber bauen halt extrem viel Content dazu und ganz anderen Kram noch. Andere Modi, anderes Feeling. Kann eigentlich so sein. So eine Rainbow Road ist zwar ein guter Abschluss, aber da muss ich sagen, ich habe sie nicht gebraucht. Also ich mag ja fast alle Strecken jetzt gerade aus diesen Cups und ich sage ja auch nicht, dass das eine schlechte Strecke ist, aber ich brauche sie nicht. Ich hätte wirklich lieber die von Super Circuit gehabt, weil die einfach sehr spaßig gewesen wäre, wenn man am Bumper, also am Rand, mit den Bumpern so geil abkürzen könnte. Im Großen und Ganzen haben mir die Cups aber gefallen und wie ich schon sagte, ich bin gespannt, was jetzt aus Mario Kart wird. Kriegen wir ein neues oder wird dieses hier noch weiterverwendet, aber wir werden ganz viel Content noch dazu bekommen in den nächsten, ja, Konsole. Könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr bei dem Thema denkt und ihr könnt natürlich auch sagen, wie ihr die letzten zwei Cups fandet. Ich bin froh, ich habe meinen Bowser's Castle bekommen und Funky Kong. Das reicht mir. Haut rein!